Sie sind mein Lieblingskunde. Ich werde Sie nie vergessen. Ich werde eine Kundenkarte für Sie an. Wenn Sie viel ankaufen, bekommen Sie Punkte geschrieben und für die gibt es irgendwann mal einen tollen Bonus. In meinem Laden ist der Kunde König geworden, also bekommen Sie einen guten Service nicht geboten. Damit haben Sie insgesamt einen Punkt. Sammeln 30 Punkte und werden Sie VIP-Kunde. Drücken Sie, ja genau. Das finde ich ja ziemlich lustig, muss ich sagen. Das sind wie die Treuepunkte vom Pennymarkt. Oder, wie heißt das? Konntest du dir fallen die Punkte nicht ein? Pay, irgendwas mit Pay. Bye! Pay. So, eine Tankstelle. Payback! Genau! Payback-Punkte! So, was haben wir jetzt auch hier in The Legend of Zelda Wind Waker. Payback-Karte. Na, der Schild hat aber auch schon bessere Tage gesehen, was? Ob der wohl noch zu gebrauchen ist? Naja, er wird schon sein Zeug erfüllen. Also dann stechen wir in den See. Bist du bereit? Yep, das bin ich. Oh, eine Sonne. Dong. Wir werden gespannt. Das Rad hier dreht. Das Schiff sticht in die Höhe. Link, viel Glück! Esse deine Schwester Ariel! Und pass gut auf dich auf! Rotznase, Alter! Was ist los? Ah, Großmutter schön! Tschüss, Großmutter! Wenn ich dich so sehe, frage ich mich, ob es nicht vielleicht das Beste wäre, du würdest dir die ganze Sache durch den Kopf nochmal überlegen und von Bord gehen. Glaub mir, bald bist du völlig fertig mit den Nerven und vom Heimweh zerfressen. Sei vernünftig, überlege es dir nochmal. Dann ist es nicht zu spät, um zu dir zurückzukehren. Link, lauf nicht so planlos rum, du behinderst nur alle. Ich hab dich Nico zugeteilt, also geh unter Deck und frag ihn, was du tun kannst. Jawohl, Sir. Geh mal unter Deck. Ich nehme an, es geht hier lang. Ist das Nico? Nicht so forsch. Das ist die... Das ist Captain Tetrapax Kajüte. Das geht doch nicht. Selbst wir dürfen nur alle Jubeljahre mal rein. Ist ja wohl klar, dass Fremde überhaupt keinen Zugriff haben. Tja, so ist das. Okay. Das ist eben so. Hey, Neuer, ich bin ab heute dein Obermatrose, kapiert? Also hör auf das, was Nico dir sagt. Wir werden es bestens verstehen. Also als erstes machen wir mal den Aufnahmetest, wie es für deinen neuen gehört, kapiert. Also sehen wir genau zu, wie ich es mache und schau dir tüchtig aus ab, kapiert? Maul, Alter! Zuerst betätigst du den Schalter hier. Stell dich einfach davor und drücke analog nach vorne, um auf den Schalter zu steigen. Kapiert? Alter, als Maul, Alter, ich hab's kapiert. Jetzt! Plattformen fahren dann von unten rauf und du musst auf sie drauf springen. Dann musst du auf die Plattform vor dir springen, aber die ist ein bisschen weit weg. Was? Weil springen ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich einen Trick. Trick 17. Wenn du das Seil springst, kannst du dich an die festhalten. Mit Hilfe von dich kannst du schwingen und wenn du drücken, dann lässt du los. Na, hast du alles kapiert? Das machst du dann einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zum Raum da hinten bist. Allerdings bleiben die Plattformen nicht ewig rum, also musst du dich schon ein wenig beeilen. Kapiert? Ja, kapiert, Alter, fresse jetzt.
ihr es schaffst, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du schneller schaffst, sollte ich wohl loben. Also häng dich rein. So, Schalterspringen geht wahrscheinlich runter. Ja. Wir starten das ganze Zeit von vorne und wir schaffen das bestimmt beim ersten Mal nicht. Hopp! Das war schon ganz schön knapp. Und hopp! Hopp! Oh, Jungs, 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 Alter, das ist ja ganz schön amüsant. Wupp! Auch gerade so geschafft. Hopp! 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 Auch geschafft. Und jetzt zu Nico. Was? Du hast das so schnell geschafft? Ich hab dich wohl unterschätzt. Aus dir wird vielleicht auch mal ein so guter Matrose, wie ich es bin. Ja, da guckst du dumm, du Schneidezahn. Ob ich ihm das wohl einfach so geben kann? Ach was, wird schon passen. Also, die Schatzkiste drüben ist für dich kleine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico sozusagen. Nimm den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. Ja, dann verpiss dich. So, da haben wir einmal eine Kiste. Oh, die Musik, die jeder mag. Und was ist drin? Du hast die Beutetasche gefunden. Eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf Ober-Items verstauen kannst. Wenn von diesen Items gibt es insgesamt 8 Arten. Wenn du den Inhalt der Tasche ansehen willst, wähle sie an und drücke X, Y oder Z. Hey Link, wir sind bei der verschwundenen Bastion angekommen. Komm sofort rauf. Das ging aber schnell. Zack. Räumen wir uns Motor hin. Und die Leiter hoch. Tack, 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 tack. Und die Treppe wieder hoch. Ja, wir können ja vorher nochmal randalieren. Gibt's 2 Rubine. Hier rüber. Und hier raus. Auf einmal ist es Nacht, so lange waren wir da gar nicht unter Deck. Hey Ding, hier bin ich. Klettern wir mal hier hoch. Und gehen wir zu dem Idiot. Ach Leute. Bin ich dann so müde. Wie Sequenz. Was treibst du bloß so lange mit Nico? Wir werden doch nicht irgendwas um einen Schatz so gewertet haben, oder? Aber wie auch immer. Sieh mal, das ist die verwunschene Bastion. Oh. Oh, da ist der Vogel. Früher war das hier nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Aber jetzt ist es ja wirklich gefährlich geworden. Scheint es ja wirklich gefährlich geworden zu sein. Sieh mal da. Da drüben. Fenster da. Kommen dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Ich vermute mal stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns noch, bevor wir überhaupt einen Fuß an Land gesetzt haben. Wie stellen wir das wohl am schlauesten an? Aha, was passiert jetzt? Tja, das wird wohl ein Katapultschuss. Nun macht doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmungen eben bringen. So ist das halt. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Also, ist alles bereit? Lass ihn ordentlich durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschriften sehen. 3, 2, 1. Und ab geht's. Und tschüss. Oh, Link scheint noch ein bisschen besser zu sein. Zack, gegen die Wand geschillt. Oh nein. Oh nein, unser Schwert. Oh nein. Oh Mann. Wenigstens leben wir noch.
verwunschene Bastion. Dann sag ich mal, beziehungsweise denke ich mal, machen wir uns da erstmal auf die Suche nach unserem Schwert, ne? Oh Mann, Jungs. Naja, wie dem auch sei, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause und sind dann beim nächsten Mal, werden wir mal die verwunschene Bastion clearen. Also dann, bis bald.